So Jungs, das Video auf Deutsch von dem Hobau Hyper VT 1:8 LKW. Gibt normalerweise nicht. Hobau ist dran, einen 1:10 LKW zu machen mit derselben Karren 1:10. Sieht super toll aus. Ich habe die Karren 1:8 gefunden bei RMV in Deutschland und habe sie dann sofort geschnappt und habe sie jetzt auf meine Hobau Hyper VT geklatscht. Meine 1:8 GT, die zwei Torsem-Diff drin hat, also vorne und mittel Torsem-Diff, das heißt, die Räder sind super frei, solange du kein Gas gibst. Und je mehr du Gas gibst, wie schwer geht das Ding bis zur totale Blockage. Das heißt, wenn ich jetzt voll auf die drauf tramp, aufs Gas, blockieren die alle vier Räder, ziehen schön weg. Der LKW geht hin, wo ich will, und in der Kurve ein bisschen abbremse, sind die frei, kann ich sehr enge Kurve nehmen, und das ist super toll mit dem Torsem-Zeugs. Wenn du nämlich hartes Öl drin hast, ist das Auto immer hart zum Fahren. Wenn du zu weiches drin hast, ist es immer zu weich zum Fahren. Hartes Öl ist gut für Beschleunigung aus der Kurve oder geradeaus natürlich. Hast natürlich Problem Eingangskurve, dass du viel schneller überbremst oder das Heck weggeht. Und so mit dem Torsem-Diff hast du alles. Du hast den guten Antrieb und du hast die super Kurvelage von einem Auto mit freiem Differential. Das ist cool. Ich habe den LKW wie den 1:10 gemacht, die Hobau Vorschlag, das heißt gelb mit grau, weil das, wo ich das Bild gesehen habe, mir so gefallen hat. Ich verliere mein Deutsch. Auf jeden Fall gefiel es mir und deswegen habe ich es auch nachgemacht. Ich habe ein bisschen Detail am Motor gemacht, aber nicht übertrieben, weil ich fahre ja mit dem Auto, also sehe ich ja sowieso nicht, was da drauf passiert. Ich habe einfach den Heckspoiler anders gemacht, weil du bekommst so einen kleinen Lexan-Spoiler dazu und da auch natürlich ein zweiter Heck. Ich habe jetzt das einfache Heck gelassen, du kannst das hinten wegschneiden und ein Zusatzheck, der ein bisschen mehr Detail hat, drauf machen. Hier wird dann so ein Diffuser-like aussehen. Wenn du das magst, sieht auch toll aus. Ich habe es jetzt mal so gelassen und kann das immer noch nachher machen. Stock-Spoiler ist aus Lexan und ich mag die Lexan-Spoiler, die sind natürlich leicht, aber zum Befestigen mit Leim oder einem kleinen Schrauben drin ist immer so ein bisschen, ja. Und wo du ihn hinmachst, ist auch nicht ganz klar, kannst ein bisschen machen, was du willst, aber du kannst ja auch nicht alles machen, was du Lust hast. Und deswegen habe ich hier ein Hobbytech-Spoiler montiert, weil das ist bei Hobbytech gut, die machen gute Spoiler. Meistens zerreißt du den Spoilerhalter und Schocktower mit Stoßdämpfer, bevor der Spoiler stirbt. Weil die dienen als Sicherungsteile bei Hobbytech. Das heißt, grob gesagt, dass der Spoiler immer viel besser ist als die Autos bei Hobbytech. Das ist ein bisschen so wie bei Casum. Also, gewisse von euch haben es sofort gesehen. RC Garage 68 fährt mit rcishop.de. Macht Traxxas Zeugs, macht Piste Zeugs, Reifen, GAP, Lewis und so Zeugs. Und ich habe einfach einen sehr guten Kontakt mit dem Ladenbesitzer und das ist immer toll. Deswegen fahre ich jetzt mit ihm, weil die Franzosen waren nicht fähig, was zu machen, damit die Garage mit denen rumfährt. Ist doch blöd, oder? Er gibt sich Mühe, ist viel reaktiver und das gefällt mir wirklich sehr. Also geht mal vorbei bei rcraceshop.de. Macht kein Arma, für die Armas, Jungs, gibt es Modellbau Metz zum Beispiel, einfach mal durchwühlen auf die Website, was die als Lager haben. Die Kabine ist natürlich auf die originale Montage von der GT-Karo montiert, deswegen hast du hier die zwei Splinte hinten, natürlich kannst du sie abschneiden. Ich lasse jetzt, weil ich dann habe noch andere Karo, wo ich das brauche, dass es so hoch ist. Und die vorderen Pins kommst du von innen ran, also habe ich jetzt... das ist jetzt nicht klar, das musst du austüfteln, wenn du das machst. Ich habe jetzt mit Velcro-Band unten zwei und oben zwei gemacht. Kannst du das Heck rausnehmen und hier kommst du zu den Spinden für die Karo wegnehmen. Und wie du siehst, ist die Karo innen gelb. Das heißt, wenn du sie lackierst, fällt nicht in die Falle, wo der Money reingefallen ist. Ich habe jetzt das alles lackiert, wo es fertig war. Natürlich, ich habe gern die Scheibe klar. Und da siehst du alles durch. Das heißt, du hast grau hinten. Und du hast gelb innen. Wenn du jetzt das Auto so lackierst, natürlich je nach der Farben. Also kann ich nur sagen, lackier es, dann mach Silber drunter und dann schwarz. Wenn du die Scheiben nicht lackieren willst, da hast du dann
durchsichtige Scheibe und im Auto ist alles schwarz wie beim FG-LKW, der da oben liegt. Finde das viel toller als die matt getönte Scheiben hier. Kannst natürlich auch die Kabine ankleben oder auch selber mit Velcro dran machen. Ich habe es jetzt geschraubt wie bei den FGs, damit es nicht rumlummelt und bei Bewegung der Leim nicht loslässt und auf einmal die Kabine wegfliegt, weil du findest keine Einzelteile von der Karo. Das heißt, wenn was stirbt an der Karo, dann musst du die ganze Karo wieder zahlen und die ist teuer. Also 75 bis 80 Euro zahlt man so eine Karo. Findest das übertrieben, weil der Lexan ist ja nicht mal so fett. Für den Preis habe ich einen 1,5 mm Lexan Karo erwartet. Aber es gibt ja nur einen Hersteller, der das macht. Es gibt aber mehrere, die es verkaufen. Es gibt Serpent, es gibt andere Marken, die Karo einfach umbenannt haben. Aber es ist dieselbe. Es gibt nur eine Form, 1 zu 8er, 1 zu 10er. Ich finde es einfach cool, sieht geil aus und ich bin von meiner Lackierung zufrieden. Ich wollte es einfach machen. Zuerst mal wollte ich voll Racetrack machen mit Sponsor überall, wie ich die FG gemacht habe. Aber habe mich jetzt für das entschieden, weil ich habe ja die Obao Karo, also die Obao Chassis drauf. Obao macht den Lastwagen 1 zu 10er, der kommt raus. Den schnappe ich mich auch. So habe ich einen 1 zu 10er, 1 zu 8er und 1 zu 6er LKW Racetrack. Und das gefällt mir. Und sehr wahrscheinlich mache ich auch auf die FG einen Heckspoiler dran. So diskret wie hier, muss einfach die richtige Größe finden. Wahrscheinlich muss ich zwei Spoiler nehmen und ein Stück raushebeln, damit ich natürlich auf den 1 zu 5 die richtige Größe habe. Testfahrten kommen dann, für euch zu zeigen, wie es funktioniert mit den Torsen-Diffs. Ich habe ja schon das Video mit der weiß-rote Karo drauf, wo ich keine Torsen-Diff drin habe, damit ihr den Unterschied sehen könnt. Ich habe hier einen Leopard 42x82 mm Motor drin. Mit einer 18-10er Ritzel kannst du locker 4S fahren oder mit 6S echt Dampf haben. Es ist ja ein Racetrack, der muss einen großen Motor haben mit Drehmoment. Für die GTs fahre ich meistens 74er Motor, aber natürlich im LKW hatte ich einfach Lust, ein bisschen mehr Drehmoment. Tschüss Jungs, macht's gut. Die diese Karo geschnappt haben, lackiert haben, dürfen wir ruhig eine Mail machen oder auf meine Facebook-Seite die Fotos draufkleben, damit wir uns alles sehen, was verschiedene Ideen die Jungs haben. Natürlich auch in 1 zu 10er oder 1 zu 6er. Ich freue mich auf jedes Foto, jedes Kommentar über das Ding und auch jeden Rat. Ist ganz klar für Pistenfahren. Ich kann ein bisschen Pistenfahren, ich weiß, wie es geht, aber man weiß nicht alles. Das ist so. Tschüss, Jungs.